Wie komme ich nur an diese Abonnenten? Mann. Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge zu von Supremacy. Wir haben hier die Artillerie gebaut. Entweder wir bauen jetzt hier einen Panzer oder mal Flugzeuge. Tatsächlich würde ich mal so ein Jagdflugzeug mal bauen. Tatsächlich nur, um mal zu sehen, wie die Dinger funktionieren. Diese Ballons, die sind halt einfach nur, ja, aber Erkundung, oder? Produzieren. Und Land, hier kann ich die Dinger bauen, aber die will ich ja nicht. Fabriken? Ne. Schienen könnte ich hier nochmal. Aber da habe ich die nötigen Ressourcen leider nicht und das Geld auch nicht. Aber wir sind aktuell noch in Frieden und das ist das Schöne hierbei. Dass wir noch Friedenszeiten haben. So, die Artillerie setze ich einfach nur dahin. Falls er auf die Idee kommt, die anzugreifen, bis die Artillerie weiter schießt. Sonst würde ich die Truppen erstmal so da lassen, wie sie gerade sind. Ich den hier marschieren, da da auch gerade eine Artillerie gebaut wird oder nicht? Nein, wird ja nicht. Brauche ich noch irgendwo Artillerie? Nee. In Paris ist es, glaube ich, nicht so verkehrt, dass wir da ein paar Truppen sammeln. Zumindest aus den Kernprovinzen. Ja, Doppelklick alle. Alle, die hier sind, zu Paris. Egal. Wenn ich in der Ukraine eine marschieren würde, sehe hier so ein Gemetzel, da werden alle diese Truppen hier rein marschieren und der hier würde direkt hier hin marschieren oder so. Und der dahin. Ein Gemetzel. Oh, Friedenszeiten soll man noch Friedenssachen machen und ich denke, wir bereiten und gucken einfach mal hier so rum, was los ist. Und wieder ein friedlicher Tag in Supremacy. Gucken wir mal, wo wir mal in Ruhe unsere Ressourcen weiter ausbauen, geschweige denn mal Artillerie nachbauen. Ich wegen den letzten Kommentaren war ja, bauen wir ein bisschen Artillerie nach. Die ist nämlich gar nicht mal so schlecht und das sehe ich genauso. Also baue ich die. Kasernen habe ich hier einige abgestellt. Einige habe ich hier wieder reaktiviert. Holz fehlt hier. Das können wir kaufen. Was soll der Geiz? Holz wird gekauft. Das war ein guter Vorrat. Hier nämlich eine Eisenbahn hin. Hier nehme ich eine Eisenbahn hin. Dann ist nämlich eine durchgehende Eisenbahn von da bis da.
bisschen Stahl. Stahl können wir auch ein bisschen was kaufen, oder? Haben nicht mehr viel. Aber jetzt haben wir Holz auf jeden Fall. Die Truppen lasse ich erstmal hier auch so stehen. Ich finde, das steht ganz gut so. Obwohl. Wenn nochmal 4 Truppen hierhin marschieren, ist glaube ich auch nicht so verkehrt. Müssen die erstmal durchkommen, ne? Es ist nicht so, dass ich irgendwo an den Grenzen jetzt eine Gefahr spüre. Sieht alles cool, schön ruhig aus noch. Noch. Fabrik könnte ich noch bauen. Ja, Stufe 3. Was macht die denn genau? Rohstoffproduktion. Baugeschwindigkeit von Einheiten erhöhen. Tech-Level erhöhen. Moralentwicklung. Bisschen Stahl kaufen. Können wir hier dann wieder eine Fabrik bauen. Zack. Da haben wir dann einen einen Standort hier, der gut gesichert ist. Also Schienennetzwerk ist schon gar nicht mal so schlecht ausgebaut. Das wird fertig, das wird auch gebaut. Da wird nichts gebaut gerade. Aber hier könnte ich, glaube ich, auch. Hier kann ich, glaube ich, die Kaserne wieder aktivieren. Das schadet, glaube ich, ne? Ne. Alles gut. Solange ich Plus mache, ist alles super. Ein paar Kasernen deaktiviert. Dann ist ja gut. Das lasse ich jetzt erstmal alles so. Dann gucke ich morgen nochmal rein. Ja, am nächsten Tag sieht es so aus. Und wir haben ein paar Sachen gespart. Habe ich mir gedacht. Dann bauen wir doch mal einen kleinen Kreuzer. Dann haben wir so ziemlich mal jede Einheit gebaut. Und ich glaube, wenn wir irgendwann mal nach England wollen, ist, glaube ich, der Kreuzer so keine schlechte Idee, würde ich mal so behaupten. Genauso wie generell den Schutz hier von Hafen und allem drum und dran. Das ist sowieso, glaube ich, so keine schlechte Idee. Hier machen wir auch einen Fliegerhorst. Rohstoffbörse können wir wieder. Aktuelle Angebote. Kaufen. Holz immer vorrätig haben. Stahl produzieren wir ja sowieso ganz gut. Können wir ja bestimmt wieder irgendwo eine Fabrik bauen. Hier. Leider fehlt uns ein bisschen Geld, aber das wird, glaube ich, nicht lange dauern, bis wir das haben. Nee, wird nicht lange dauern. Können wir, glaube ich, noch in dieser Folge machen. Die Truppen sehen alle noch vernünftig hier aus. Hat sich nichts getan. Wir haben immer noch Frieden. Und das ist auch schön und soll auch erstmal so bleiben. Zum Beispiel hier, die Fabrik ist ja auch bald fertig. Aber Kavallerie brauche ich, glaube ich, gar nicht groß bauen, habe ich so das Gefühl. Ich mache einfach hier den Spaß. Zieh die alle hier zusammen. Dann ist gut, da haben wir eine riesen Armee da stehen. Genauso wie hier. Alle
hierhin marschieren, falls irgendwas los ist, können die hier dann loslegen. Die lasse ich dann mal alle so, wie sie sind sonst. Dann müsste das jetzt auch passen, ne? Mit dem Ausbau. Wo war das denn? Hier wollten wir eine Fabrik bauen. Die kann jetzt gebaut werden. Und wenn euch das ganze Format gefällt, lasst doch ein Like da, Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ihr seid natürlich die Besten wegen. Die 1000 Abos sind, glaube ich, fast erreicht, würde ich mal schätzen. Das heißt, ich müsste langsam mal anfangen mit der Planung mit Conflict of Nation. Und ihr seid die Besten. Und ich werde auf dem Discord versuchen, Leute dazu zu kriegen, mitzuspielen. Ich werde mehrere Server aufmachen, wo wir spielen. Ich werde nicht sagen, welcher der Aufnahmeserver ist. Das werdet ihr dann herausfinden, sobald die erste Folge da ist. Ich werde mehrere Spiele mit euch spielen. Wenn ihr Glück habt, seid ihr mit dabei. Wenn nicht, dann nicht. Und seid nicht böse, wenn ihr mal nicht mit mir spielen könnt. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Wegen im Moment ist es einfach nur geil. Ach ja, zur blöden Werbung, ne? Ich kann nicht jede Woche eine neue produzieren, da müsst ihr Geduld haben. Mit der, die ich aktuell habe, werde ich erstmal noch ein, zwei Wochen mit klarkommen und dann werde ich was Neues produzieren. Und ich hoffe, das versteht ihr und ihr sollt mal schön gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Schrank. Bleibt gesund.